Hallo meine Freunde, auch wieder hier mit Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Nachdem ich beim letzten Mal von einer etwas langen Cutscene mal wieder überrascht worden bin, machen wir jetzt weiter direkt, nachdem wir den Anzenbericht 1 erhalten haben und den werden wir uns vielleicht mal später ansehen. Sora! Donald! Goofy! Relax. Those three aren't going down that easily. The Keyblade's chosen one. He's a lucky kid. See you soon. Sora knows the truth now. The more heartless that he defeats, the closer he is to becoming our perfect puppet. This new knowledge will make him that much harder to control. What does it matter, really? Whatever his circumstances, Sora has never been able to help himself from saving people from the Heartless. It's what his pure little heart wants. There. The dice have been cast. Things are in motion. He can't stop this. Nothing is set in stone. If the dice aren't in your favor, it will share Demix's fate. The fun is in not knowing, isn't it? What is the point of betting on something if you already know the outcome? Are you sure that defeating him won't derail the organization's plan? If he is to die so easily, he is of no use to us. That's exactly what I wanted to hear. It's not in my nature to hold back. I guess sometimes help comes from unexpected places. Sure does. Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the Keyblade? Imbeciles! You can't be trusted to do anything. Huh? What's this place? It must be the Realm of Darkness. Kairi! Riku! What? Who's gone? What is that? Are you sure you want to open that? Gorge! It's the gang from Twilight Town. There's Haner, Pence, Olette, and, Roxas. Zildarama!
no. The name just popped into my head. This is Roxas. Are you sure you want to eat that? Salty? No. Sweet! Not yet. I gotta look for Kairi. Yay, Eis. Das Eis aus der Schachtel. Miam, ist ja frisch, das schmeckt einfach lecker. Okay. So viele Cutscenes aktuell. What the fuck? Foto, ein Foto, die Schachtel war. Sei keiner und die anderen vor dem verlassenen Herrenhaus in Twilight Town. Okay. Mehr Cutscenes? Nein. A photo and some ice cream. Wonder if there's some sort of clue. And who would have left them for us anyway? Riku? You think? Just this feeling I got. Yeah! The lava's yeah! Hey, what if the Heartless are back again? I can't use the Keyblade. That would only help the organization. But Sora, I think you have to use it. If we don't fight them, the Heartless will keep on hurting folks. Okay. Hier scheint's noch zwei Dinge zu geben. Okay, aber ich würde mal sagen, wir lassen Hollow Bastion erstmal beiseite. Weil, wir machen erstmal Hollow Bastion weiter. Warum sind die Welten wieder versiegelt? Was soll... Was ist das denn jetzt? Ah. Das Spiel will eindeutig, dass ich Hollow Bastion weitermache. Muss ich jetzt Hollow Bastion weitermachen oder soll ich nach Twilight Town? Twilight Town ist auch Level 34 hochgestuft. Ha. Ha, ha. Ich glaube, wir gehen erstmal kurz nach Twilight Town. Einfach nur in das Versteck zum Treffpunkt. Gucken wir mal, ob die anderen auf das Bild irgendwie reagieren, wenn man es ihnen zeigt. Wenn man es ihnen zeigen kann. Schauen wir mal. Schon euch wiederzusehen. So. Okay. Gut. Also, die reagieren scheinbar nicht darauf. Okay, dann müssen wir nach Hollow Bastion. Geil. Ich wollte eigentlich jetzt einfach mal zwischendurch nach Halloween Town gehen, damit ich diese Welt endlich mal abschließen kann, aber nein! Geht nicht und ich... Doch, sollte normalerweise später noch gehen. Das wäre ziemlich dumm, wenn ich jetzt hier irgendwie die Dingens auslöse, das Finale quasi, und es dann nicht weitergeht. Wo muss ich denn jetzt hin? So Tür des Gedächtnisses... Das kann ich noch machen. Ich nicht weiß, ob ich da... Wir gehen nochmal in diese Höhle rein, die da letztes war. Inzwischen bin ich ja, ich glaube, 10 Level höher als letztes Mal. Sollte jetzt gehen. Vor allen Dingen habe ich jetzt den Double Jump, dass ich da mal durchkomme.
Schauen wir mal, ob das so geht. Ansonsten muss ich gucken, wo es weitergeht. Ich habe nämlich jetzt gar keine Ahnung. Aber mein Gott. Und ich verstehe immer noch nicht, warum die drei so kleine Feen geworden sind. Huch. Liars! What? Leon doesn't have any treasure! And we fought for you guys. Donald! Well, I had to tell him something. I don't see how we're gonna work this out. So what should we do? We're just going to take your treasure. But we don't have anything. You sure? Let's take a look. Ooh. Hey, Uni, I took a look, and sure enough, okay, we've decided. The Gullwings are taking all your items. You gotta be kidding me. Oh, Foofy, this stinks. So not cool. Look, sorry we tricked you, but... Forget about it. Leon told us the whole story. He said your journey has been pretty rough. So it wouldn't really be right if we took your things. We'll root for you. Here, this is from us. Bye. Good luck on your journey. Okay. Hätte nicht gedacht, dass ich eine Cutscene trigger, aber okay. Möwenflügel. Bisschen hohe Magiekraft, verdoppelt sich. Boah. Ist sie denn angriffstechnisch stärker? Der Möwenflügel. Nee, hat halt einen hohen Magiewert, aber. Ich könnte theoretisch auch mal den Debugger jetzt einsetzen, weil ich brauche nicht mehr so viel Stuff. Der hat ein bisschen höher Magiewert, falls ich mich morphe. Oder... Ich weiß gerade nicht. Ah ne, komm, lassen wir Charmeur drin. Vor allem mag ich die Waffe auch vom Style her. What the fuck? Okay. Ich wollte eigentlich in die Höhle rein. Ups. Hui. Gucken, ob ich hier was reißen kann jetzt. Und dann können wir noch die Seite machen. Hallo. So. Sollte ja jetzt möglich sein, hier durchzukommen, ohne darunter zu fallen. Eigentlich ja. So. Ups. Abenddämmerung, okay. Aber ich muss sagen, die Jump-Passagen sind sehr viel angenehmer als in Kingdom Hearts 1. Ich da runter? Ich muss schon mal da runter. Und Gegner bekämpfen. Aber es ist okay, man kann hier nicht runterfallen. Huch, was ist das denn? Abwehrkraft gestiegen, nice. Okay. Na, ah, schon. Ah, nicht schon wieder so ein scheiß Feuerwehr-Auto. Komm her. Au. Geh weg. Danke. Ich mag diese Viecher nicht. Ich könnte jetzt so runterspringen mit die Krone und... Oder ich gehe erst zu der Tür. Wir gehen erst zu der Tür. Die
Krone kann ich mir immer noch später holen. Wo bin ich jetzt? Das sieht nämlich aus wie eine Tür aus Castle Oblivion. Für das Gedächtnis des Minenschacht. Okay. Okay. Jetzt haben wir die Karte. Da drüben ist eine Kiste. What? Okay, hier kann ich Driveform aufladen. Muss ich hier mit einer Driveform durch? Wie komme ich da durch? Okay. Ah, das könnte funktionieren. Eine Kombination aus den Dingens. Und da ich die schon gelevelt habe, brauche ich mich wahrscheinlich nicht mal in die Driveform zu verwandeln. Nice. Das war dumm. Ist da oben eigentlich irgendwas? Nee. Zum Strand geht das auch aus, ne? Ja. Stelle ich mich jetzt ganz an den Rand. Booste. Und er hält sich nicht fest. Aber welche Form nehme ich dann am besten an? Ich komme nicht ganz rüber. Ist doch doof. Das ist doch nicht wahr. Welche Form soll ich denn dann am besten annehmen? Wow, warum war das jetzt so weit? Der letzte Sprung, what? Vielleicht muss ich später springen, da ich zu früh springe. Nee. Ich verliere da Geschwindigkeit. Wie komme ich... Ich habe das Gefühl, ich mache es schon richtig, aber ich wüsste jetzt nicht, welche von den beiden Drive-Horn ich einsetzen sollte. Ich hatte die Double-Jump-Fähigkeit. Muss ich kurz mal nachgucken. Ich glaube, die Meisterform, ne? Ja, die Meisterform hatte die Double-Jump-Fähigkeit. Dann nehmen wir doch einfach die Meisterform mal. Aber Moment, halt, dann habe ich den Dingens nicht mehr, ne? Ne, dann habe ich den Dingens nicht mehr. Das funktioniert so nicht. Das klappt so nicht. Aber da kann man mal sehen, wie viel ich hier schon drauf habe. Ich kann da ziemlich lange drin bleiben. Heftig. Hui. Und er hat ziemlich heftige Kombos drauf, wenn ich das mache. Und hoch genug komme ich auch nicht, ne? Nee. Bei weitem nicht. Das bringt mir also gar nichts. Wow. Ups. Wenn ich mal annähernd genug rauskomme, um die Drive-Leiste aufzuladen. Ich bleib da immer so ein bisschen hängen. Es muss aber gehen. Oder ich muss noch meine Drive-Form noch weiter leveln. Weil in der Luft kann ich ja... Das Ausweichen kann ich nicht in der Luft benutzen. Und so komme ich auf keinen Fall weit genug. Und das hier, das bringt mich schön weit nach vorne. Und normalerweise bringt mich der Sprung auch ziemlich gut nach vorne. Wenn ich da nicht runterfallen würde. What the fuck? Muss ich mir mal vorstellen? Ach komm schon! Das gibt's doch nicht! Ich bleib immer so ein bisschen hängen. Es muss gehen. Es muss einfach gehen. Das war Bullshit. Grr. Da kam noch ein Versuch. Na, zwei Versuchen dann. Das gibt's nicht. Wie ich kurz davor einfach stehen bleibe. Oder irgendwie hängen bleibe, habe ich das Gefühl. Das gibt's.
gibt's doch gar nicht. Nee, komme ich nicht rüber. Muss man scheinbar später machen. Und es gibt später noch die Gleiterfähigkeit wahrscheinlich, dass man dann dahin kommt. Dass man nur mit der Gleiterfähigkeit darüber. Da oben ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Komme ich denn daran? Schätzt man auch mit der Gleiterfähigkeit. Das ist doof. Wir holen uns noch die Kiste und hauen direkt dann ab. Ich hab keinen Bock auf den Kampf hier. Lass mich... Wow. Hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir auch noch mit. Und sind dann weg hier. Au. Schade eigentlich. Ein Raum weitergekommen, aber konnte nichts machen. Finde ich doof. Ich würde mal sagen, wir gehen zu Pooh. Zu Pooh. Der hat nämlich noch was. Wahrscheinlich hat man deswegen auch die Seite bekommen, damit wir da jetzt weitermachen und dann irgendeinen anderen Stuff kriegen. Ich ignoriere jetzt aber hauptsächlich mal die Gegner. Weil ich sowieso schon total overlevelt bin. Bin ich da jemals lang gegangen? Nein, bin ich nicht. Oh, Mondformel. Eine neue Formel. Nice. Abitamin. Ist hier irgendwas? Ihr seid alle uninteressant, weil ich total overlevelt bin. So. Gehen wir einfach weiter. Aber stimmt, da oben war ja auch noch eine Krone, an die mich auch noch nicht rangekommen. Naja. Ups. Ups. Jetzt werden wir so ein bisschen überspringen. Hoppala. Hui. Die Krone bin ich auch noch nicht rangekommen, ne? Nein. Das ist doch ja auch wieder. Das ist dumm. Da bin ich auch nicht rangekommen, ne? Nee. Oder doch. Jo. Geht alles. Auf zu Merlin. Ja, komm, machen wir noch. Es ist ja jetzt nicht gerade sehr viel Spannendes passiert und ich weiß nicht, ob ich das eventuell rausschneiden werde mit dem Versuch, da oben durchzukommen. Puh. Wie das auch ein bisschen besser in die Story jetzt eingebunden ist mit dem Buch. Gucken wir mal. Yay. Zeit für Minispiele. Ach stimmt, das ist Pooh's Haus, das hatten wir ja schon. Bei Ferkel waren wir schon. Auf zu Rabbit. Yay. Eeyore, Pooh, are you okay? Gosh, that's too bad, Eeyore. After all that work. No matter. Most likely would have fallen down anyway. Well, I'll help you fix your house, Eeyore. Oh, hello there, Piglet. Thanks for offering. Wouldn't want to spoil your fun day, though. Well, hello, Piglet. And hello, somebody I don't know. Pooh, this is Eeyore. You know Eeyore, don't you?
I do? What could have happened to him? Oh, I have an idea. Maybe Pooh's tummy is so rumbly that it's making him forget. If we bring him some honey, he's sure to remember. Well, I guess it's worth a try. Might work, but probably not. First, we gotta find some honey. If honey's what you're looking for, I know just the place. Follow me. Wow. Ia ist wirklich in jeder Version extremst motiviert. So, ich will jetzt mal in die große Truhe da hinten ran. Jupp, lass mich da rein. Was ist da drin? Was haben wir da? Charmeuring, sieht gut. Nice. Doch, da. Ist ein Ring zum Ausrüsten? Ja, ist ein Ring zum Ausrüsten. Der keine Werte hat, aber die Fähigkeit von Charmeur. Brauche ich allerdings aktuell nicht. Vielleicht, wenn ich das Schwert mal irgendwann ablege. Ja. Okay. Splendid, just splendid. This is the place I told you about. Wow, look at that. How yummy for my tummy. But doesn't that honey belong to someone? Oh nein! Mein Honig! Puh, hast du etwa all mein Honig gegessen? Oh, hallo, schön, dich kennenzulernen. Was hast du gesagt? Ist der auch für mich? Ich war mir sicher, einen sicheren Platz dafür gefunden zu haben. Mit draußen, vor deinem Haus. Ja, genau. Entschuldige, das ist unsere Schuld. Wir haben Puh mit hierher gebracht. Oh, hallo Sora, schön dich wiederzusehen. Ich freue mich auch und die Sache tut mir echt sehr leid. Ach, ist schon in Ordnung. Ich weiß ja, dass Puh nicht mehr zu halten ist, wenn er erstmal einmal so hungrig ist. Entschuldige, wer immer du bist. Gibt es vielleicht noch mehr? Wow. Geht es dir echt auch gut, Puh? Kann es sein, dass du mich ganz und gar vergessen hast? Was um alles in der Welt ist hier nur los? Gibt es noch mehr Honig? Mein Bäuchlein knurrt nämlich. Müsst ihr wissen. Wow. Puh, please. Das muss es sein. Er ist so hungrig, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Das denken wir auch. Okay. Dann lasst uns diesen Bären mal ordentlich Honig auftischen. Ich würde mich nicht viel davon versprechen. Oh, Ia, what the fuck. Aber ich dachte, Puh hat schon all deinen Honig gegessen, Rabbit. Ich habe noch mehr. Notrationen für den Fall der Fälle, aber ich habe sie zu gut versteckt. Er findet sie selbst nicht, oder was? Minispieltime. Ja. Drücke Dreieck nach der Zusammenstoß und Puh retten oder Puh verliert weitere Versuche. Drücke und halte schnell nach links und rechts ausweichen.
Hä? Drücke und halte Viereck gedrückt, um schnell nach links und rechts auszuweichen, okay. Das Spiel ist aus, wenn Po keinen Versuch mehr hat. Koffer so. Wenn das helfen. Koffer? Rabbit oder was? Wer ist Goffer? Ich glaube, da ist ein Name nicht übersetzt worden. What the fuck? Okay. Da mitten durch. Okay. Ah? Hui. Okay. More honey. Hui. Und sie sind jämmerlich in der Sonne verbrannt. What? Natürlich. Wir fahren außerhalb des Buches. Achso, dann muss man ihn wieder aufsammeln. Ah, verstanden. Ah. Wow. Puh, ist echt nicht satt zu kriegen, oder? Zum Teufel. Und auf was für einen magischen Krug reiten wir da eigentlich? Ah, natürlich Indiana Jones Style. Au. Das ist, war jetzt nicht so gut. Yay. Natürlich. What the fuck? Ach so! Jetzt weiß ich, wer gemeint war. Mit Gopher. Im Ziel. Yay! Was ist das? Das war ganz lustig. Ich fand nicht so nervig wie die Minispiele aus dem ersten Teil. Die sind echt nervig gewesen. Here now, Pooh. Have just as much as you'd like. Why, thank you. Pardon me, kind somebody, but do you know where I might find another smackerel or two of honey? Oh. My tummy seems to be telling me there's some honey right in there. Mother, I'm stuck. He still doesn't remember. What in the world has gotten into Pooh Bear? Whatever it is, we better help him. Oh, yes. And quickly, too. No stuff and fluff. One, two, three! You're okay now, Pooh. Well, I wouldn't be so sure of that if I were you. Why, just look at him. He doesn't even remember who I am. Perhaps it's all this blustery wind, or maybe he's actually needs more honey, or he's sleepwalking and dreaming. Well, if I am dreaming, which I suppose I could be, I hope that I get to the part where you invite me to lunch again very soon, Rabbit. That's right, you're always stopping by for lunch. Wait, Pooh, you called me Rabbit. Well, of course, Rabbit. What about Eeyore? And do you remember Eeyore too, Pooh? Oh, hello there, Eeyore. It's ever so nice to see you today. Thanks for noticing me, Pooh Bear. And hello to you too, somebody I don't know. Well, at least you remember Rabbit and Eeyore now.
Okay. Hätten wir das auch abgeschlossen. Wir haben aber nichts dafür gekriegt, ne? Hm, außer die Formel. Oder war da eine Formel? Ne, die Formel hatten wir vorher eingesammelt. Was haben wir da nochmal gekriegt? Irgendwas. Egal. Aber ich würde mal sagen, ich bin's auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bis dahin. Ciao, Leute.